Mein Scheißhandy. Machen wir den Scheiß zu Ende. Mach mal den Rotz zu Ende. Dann geht er rüber, raucht eine, macht PlayStation, und 20 Uhr später pennt er wieder. Wie wir uns den Heino kennen. Ja, Alter, alles durcheinander, ey. Voll behindert, ey, die Affen hier, Alter, ey. Von das Feld fertig ist, kommt ja alles wieder in meine Garage zurück, und da stehen jetzt mal, dass ich meine ganzen 10, 20 Bulldogge aufeinander. Die waren da Gruppenbumsen. Bei 12 Felder gleichzeitig, was ich, gewässert oder da das fertig, da das fertig, da das fertig, ja, und ich hatte schlafen gegangen mit Batsch, also war alles auf einmal fertig, Batsch. Ja, der schreit auf den Kopf. Sieht mir so wie viele Felder. Sich 1, 2, 3, 4, sei doch 5, 6. Ich bin 88, ja, ich habe noch 20 Aufträge. Ah ne, stimmt, die scheiß Millionen, die Schulden zurückzahlen. Ah ja. Egal. Ach, den einen Auftrag war ich noch. Scheiß auf, da mach ich's morgen. Unreif die Quali geschaut. Ja, brumm, brumm. Ja, fahre, fahre. Ja, ob's kommt. Guck, ob keiner guckt. Weiß es auch schon. Ja, kommt erst im Mai oder Juni. Vier. Und es ist noch nicht mal sicher, ob es danach hundertprozentig ist. Riesen Rosbon, der geht da von Aserbaidschan oder noch später aus. Ja, in Aserbaidschan ist Anfang Juni. Wurde meistens Journalisten zu ihnen so nach einer Prognose gefragt. Er rechnet Monaco, was irgendwo Ende Mai ist, ja, aber er vermutet, ja, Aserbaidschan oder noch später, sprich, ja, nach der Sommerpause oder kurz davor. Und der Videotext Glotz, RTL, ich glaube 262 oder ORF 230 rum, ja, da steht er schon bei 4 Rennen. Ja, falls spaßmäßig, falls seine Bunde vergessen hat, vor 4, 6 Wochen haben sie ja China ja schon von vornherein abgesagt. So der schon Anfang Januar verlegt. Also nächste Woche wäre Bahrain gewesen, danach ist
ist erst darin in Vietnam, ja, was 150 Kilometer von China weg ist. Anfang April, also und kurz vor Ostern, oder das dritte wäre China gewesen und landet, aber so gesehen, Anfang April wird dann, ja, so rum ist es, ist Vietnam, ja, dann ist China gekommen und dann kommt Anfang Mai Holland. Aber Anfang Mai, wenn die ja jetzt schon Olympia absagen, ja, wenn die jetzt schon die E3, worum sie auch Raneten vorhin aus dies unbedingt haben wollten, wenn die jetzt schon zu 90-95% die PlayStation für diese absagen. Wenn die nächste Woche entschieden wird, zu 90-95% die EM, die sie absagen, entweder komplett, also dass es komplett ausfällt oder überlegen auf Weihnachten zu machen, haben da die, was ja viele Profis aus dem Deutschland ja nicht haben, sind die Winterpause zu verlegen, wie jetzt Winter steht, auf Dezember oder sogar jetzt nächstes Jahr im Juni. Bundesliga kommt ja auch bis April nicht mehr. Und heute in der Nachricht kam, ja, sind ja auch ab nächste Woche, ist am Montag in ganz Deutschland die Schulen und die Kitas und die Unis zu. Und die meisten Großstädten haben sogar nicht mehr Restaurants oder Kinos oder sonstige Scheiße offen. Wo ich jetzt sage, so ist ausreichend Kino und bla, weil hier in Ulm merke ich halbwegs noch nichts. Also auf jeden Fall meine Gegend. Ich einkaufen gehe, ja, sage aus, ich gehe einkaufen. Wenn jetzt heute Putzweib gekommen wäre, natürlich kaufe ich dann, wie gesagt, was ist es schon, 10, 12, 15 solche Flaschen, halt alles, so wie es halt einen Laden gibt von meinem Tee, außer der Grüne. Und du als nächstes reinkommst, sagst du auch, ja, Regale, wo ist der Tee hin? Oder wie bei mir oben, ja, drei Packungen Yard-Chips. Aber wie gesagt, bei Thomas steht ja bloß eine Karton, also wenn ich dann da hochziehe, oder halt oben auf der Straße, aber natürlich, wie gesagt, am besten, halt, wenn die alte Oma da neben Thomas auszieht, also muss ich nicht so weit zu Rewe dackeln, ja, weil sonst könnte ich ja nächste Woche schon wieder Hausnummer 40, wie Betreuer gesagt hat, wird Hausnummer 40 frei, oder über 40 halt, also könnte ich schon dahinter ziehen. Also wie gesagt, Thomasstraße wird fast immer eine Wohnung frei. Also, aber bei Thomas tun gibt es ja nur eine Packung, ein Karton, ja. Also, der war schon für mich reserviert. Wieso war bei dir oben wieder Scheißpapier weg? Ob bei dir, Ralf, Scheißpapier wieder weg war? Oh! Bei mir waren 90% noch da. Ja, wenn ich kaufe ich auch mit drei Packungen auf einmal. Ja. Aber die reichen mir wieder für mich so 2 bis 2,5 Monate. Ja, das okay, wenn wir jetzt will, ja. Ja, jetzt kriege ich 2 Leute gleichzeitig bei mir. Was, Vetter? Ja, und ich schätze du zuerst. Nee, meine die mittlere Marke da, 10 Rollen, was eigentlich die billigste ist, nur Link, glaubt es nicht, wenn das ausrechnet, weil mein 200 Blatt 10 Rollen. Ich habe zwar letztes Mal mir 3 Punkte falsch gekauft, okay, das ist noch weicher, aber das sind nur 8 Rollen, 160 Blatt, ja, für 3 Euro, also teurer, ja, und noch weniger Blatt und weniger Rollen, so eine lille Packung. Ja, aber meine blaue, ja, die war schon weg, da musste ich auch das Rosa nicht annehmen. Da gibt es noch so, nimmt der Link irgendwas mit 2,20 Euro rum, ja, das sind nur 180 Blatt und 8 Rollen, ja.
Das schlecht bei mir Scheißdreck. Da kann ich gleich krank aus Scheiß bei mir nehmen. Aber ich sag's ja, wie oder wie ich bei euch oben gesehen habe, da lag noch eine Packung drin, ja, auch teuer Food, ja. Und sogar die Food bei euch oben, ja, wo auch nur 2 oder 3 Rollen drin sind für 3, 4 Euro, ja, was von Link oft gekauft hat. Natürlich, wenn ich nur noch 1,50 Euro habe oder 1,80 Euro und mir 20, 30 Cent fehlt für eine große Packung, ja, da muss ich halt die für Samstag bis Montag, wenn ich alleine lebe, die nur die 2 Rollen nehmen, in Gottes Namen. Aber so gesehen, wenn ich davon 5 kaufe, bin ich echt doof, dass ich 10 Euro ausgib für 10 Rollen. Aus, was das geht. So wie die Geißen. Denen ist sogar wurscht, ob man 25 Euro für, was hier wirklich gibt, für goldenes Scheißpapier ausgibt. Ja, wo ich sage, du hast das Geld, das lohnt und du spielst. Und das soll 10 Rolle dann 52 Euro kosten. Also was war bei euch beide Foot? Nee, bei mir voll, wenn ihr da ich so vorbeigetaktet, wenn ich zu meinen Chips lauf kurz vor 8. Ja, 3 vor 8 war es mich gegangen. Bin erst kurz vor 7 aufgestanden. Ich bin nur erst kurz vor 12 ins Bett, also von denen habe ich jetzt nicht extrem lang gepennt. Rainer, wie erst nochmal der eine Scheiß mit nicht das, was als Bild, das habe ich selber, habe ich mir auch gemerkt. Irgendwas mit Down, ja. Aber wie heißt nochmal das eine Spiel dann mit der Schule? Ja, du bist ein Witzbold. Stimmt, wieso frage ich Spaß mit auch ein Dumm? Kann ich weiter 5 Stunden im Store suchen, wenn ich genauso schlau wie wenn ich so einen Dummen frage. Wo es der Dumme ja schon gespielt hat. Erst so ungefähr vor 2-3 Monaten. Aber es ist eh schnurrt. Habe schon ein neues Spiel gekauft, aber ich glaube das Spiel hat 120 gekostet, hätte ich mir vielleicht kaufen können, aber ja. Da ich von 8 bis jetzt gerade kurz vor 10:30 gesucht habe, ja, 2,5 Stunden hatte ich keinen Bock mehr. Dann viele andere Spiele haben mir gerade mal 20, 30 Cent gefehlt. Ich hatte 24,75 Euro, ja, das Spiel kostet aber 24,99 €, ja, leckt mich doch im Zünder. Dann spielen wir halt nach dem Auftrag Jumanji. So schnuppert. Jumanji, wie es auch immer heißt. Geh jetzt zwei Dödels. Du Büffingerer Rabauk, was spielst du? Weil man bei der Name nichts sieht. Warum sieht man es nicht? Ach so, spiel nicht auf PlayStation. Ja, mein Junge.
Ja. Passt schon. Hab so verstanden. Wieder wie er meint, Punkt, Ende. Jeder wie er meint. Ich und Link, wenn wir Geld hätten, sagen wir 10, 50, würde ich definitiv überlegen. Und die Bling-mäßig hat es nur 4, 5, also 100, die typischen 100%. Aber so gesehen, Sojets oder nicht Link, jetzt doch das nachgemacht ist, wo ich nachgemacht habe. Wenn es nicht nachgemacht ist, wenn ich sogar vielleicht, wenn sich jemand beschweren würde, eine Fälschung davon von Mario kaufen. Und das wurde auch so halt angeguckt, dass ich sag so, ja, der Vorsprung ist nicht so geil, aber wenn du Leute siehst, natürlich muss es geht immer wie bei dir oder wie auch beim Christian, das Jurassic Park Ding, ja, war auch erst letztens doch für 10, 15, ja, aber ich peil's halt wirklich nicht und erst recht nicht dazu glotzt, boah, nee, danke, ich weiß, dass für mich rausgeschmissenes Geld wäre. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ohne Zelda. Also wo ich ihn bei jemandem gesehen habe, ja, sah es recht noch besser aus. Was meine ich damit? Also Ralf, wenn für das nichts ist oder du früher Kamayo und Zelda gut fandest, ja, dann ist es dein Mobil. Ja, schaut sich auch keiner an, da wird 100 Jahre, kennst du uns eigentlich? Nö, ich kann ja nicht, dass der so pingig ist, dass es bei dem, der ging dazu jetzt wie da bei einem Real Farming Original Scheiße sein muss. Ja, okay, wenn es bei dem so ist, dann ist es halt so. Ja, dann spielt halt viele Sachen nicht. Ja, dann liegt halt nicht das andere Männer zu spielen, wo Lothar Matthäus rausgebracht hat oder warum Lothar Matthäus auch mal abgebildet ist oder das eine, was ich mache. Ja, so, jetzt ist noch mal, keine Ahnung jetzt, aber ich habe das vorgesehen. So, warte kurz, das doch. Nun neben Charakter geben tut. Also versuche Leute wie Link oder bla bla oder sonstiges, ist sowas halt mal interessant, erst recht zum Beispiel wie Link sich schon mal wünscht oder wenn es halt nur sowas in der WWE einbauen könntest, ja, wo du nur mit selbst erstellte spielen könntest. Also wo ich eine KI nur mit selbst, auch wenn jetzt mal, wie er sagt, 20, 30 Stunden, 2 Tage dran hockt, ja, um nur seine WWE-Roster nur mit selbst gebauten zu spielen und die ganze KI nur mit selbst gebauten. Also, siehst du, es gibt Fans, die wünschen sich sowas. Ja, wenn du halt eben so gesehen auf Original Kacke Scheiße stehst, bitte. Jeder hat anderen Geschmack. Wie ich schon sage, ich wollte einen LKW haben und es ist mir Schnuppe, wie der LKW heißen tut. Ob Hulu, Halle, Halle, Hili oder Halle, Halle, Hatata. Hauptsache, wir haben einen LKW, wo Aufträge A nach B fährt. Wie schon geschwätzt, ja, wie schon, ich schreibe noch nicht, jeder hat einen anderen Geschmack. Ja. Mich interessiert sowas nicht. Wenn du das Haar genau nimmst, ja, wenn du den ganzen kompletten Prinzip treu bleibst, dürftest du auch kein Need for Speed spielen. Weil diese Strecken sind frei erfunden. Die Busstadt, die gibt's nicht. Die ist aus dem Kopf erstellt. Also von dem her ist eigentlich drauf Schüsse. Wie sag ich schon, was für dir, warum die das und das nicht spielen? Ja, weil bei ihm, wie ich vor meins, alles original sein muss. Original Fahrer, original Strecken, original dit. Also, und ich fand zum Beispiel, es gab ja eins auf 2 oder 3, aber ich glaube, es war wenigstens 2, ja, wo ein erfundenes Formel 1 Spiel auf dem Markt war. Wo die Strecken erfunden waren, die Fahrer erfunden waren oder in Anführungsstrichen du mit einem selbst erboten fahren konntest. Mir jetzt ist er schon, ist in dem Sinne mit dem Mann, dem er vorher bot, ja schon halbwegs ist, ja. Der Thomas Link heißt und bei mir Borussia oder ja, BVB, Borussia und bla bla. Du fehlst halt noch für
original Teams auf original Strecken. Aber es will, wenn Code machst, ja, sagen, ja, du musst bei der Kelly die Strecken selbst erstellen und sonstiges, und die Teams sind alle, ja, 20 Newcomer-Teams, die es gar nicht gibt. Geht auch, sind die sowas cool finden. Du vielleicht nicht. Ja, jeder hat einen anderen Geschmack. Wie gesagt, mich hat das Match ja eben gefreut, ja, dass man da halt mal Menschen von 10, 20, 30.000 Spielern sieht und wo nicht Messi, Ronaldo, Lewandowski und sonst wie heißen. Sondern jedes Team von unten versuchen, ja, selbst ihre Pisser von 16, 17, 18, 19, 20 Jahren hoch zu bannern. Oder was so wäre, was hat denn vor, wie ein GTA, was hat denn vor mein, nach deines Wissen, was hat denn vor meins Auto ein GTA zu suchen? So geschwätzt von dir gesehen, nix. Aber wenn es überhaupt ein Formel 1 Auto ist, heißt nur F1, aber ob es auch wirklich von irgendeiner Marke ist, müsste da mal deine dicke Frage. Somit gesehen ist, ja, so gesehen ist vieles frei erfundener Scheiß. Nehmen wir nur mal Uncharted. Diese Welt gibt es halbwegs nicht. Gibt vielleicht von da und da gewisse Ruinen, ja, dass die da wirklich in Ägypten stehen und gewissen Teil nachgebaut sind, aber das komplette Scheißdreck. Oder diese Karten, nehmen wir nur mal Call of Duty, ja, die gibt's nicht. Das ist erfundene Scheiße aus dem Kopf. So, was es wirklich gibt, ist, warum es auch so teuer ist, ist bei Zugscheiße das Gedönsding. Weil wenn die wirklich Ulm nachbauen, die New York sagen, die, warum soll ich 30 bezahlen, mir so scheißegal, wie bei denen Ulm aussieht. Nein, die haben wirklich mir vorher aussah, und wenn sie jetzt ein Foto machen, die, dann geht es so stehen wie vor 3-4 Wochen, wo ich mit Thomas da stand und deine Schwester und Flo und sonst was. Dann sieht Ulm jetzt so aussehen, wie es jetzt aussieht. Und deswegen zahlst du dann auch 30, 40 Euro für so ein Paket, wenn nur die Strecke um nach Stuttgart wäre. Wenn jeder Baum